Freunde, herzlich willkommen bei Kochs Vegan. Nicht, sondern beim Kochs Vegan Kochwettbewerb. Hallo Rainer, vielen Dank für die Einladung und wir machen heute zusammen veganes Massaman Curry. Normalerweise wird Massaman Curry mit Rindfleisch gemacht, das machen wir nicht. Wir nehmen stattdessen Tofu und danke dir da kurzer Sinn. Ich fange jetzt einfach direkt mit den Zutaten an. Als allererstes brauchen wir Reis. Reis. Dann brauchen wir Süßkartoffeln und Kartoffeln. Das sind Kartoffeln und Süßkartoffeln, die habe ich schon geschnitten und vorgekocht, 10 Minuten, damit die Nächsten Curry nicht mehr so lange brauchen. So, jetzt bräuchte ich eigentlich eine dritte Hand für den Tofu. Außerdem brauchen wir noch Zwiebeln und Knoblauch, geröstete Nüsse oder Walnüsse, normalerweise kommen Erdnüsse rein, ich stehe mehr auf Cashews. Dann brauchen wir Sojasauce, Rohrzucker, das ist Tamarindensaft, Kokosmilch und selbstverständlich das Wichtigste, die Massaman-Currypaste. Als allererstes setze den Reis mit der 2,5-fachen Menge Wasser auf und ungefähr einem halben Teelöffel Salz. Das Ganze bringt ihr zum Kochen. Sobald es anfängt zu kochen, Deckel drauf, runterstellen auf die kleinste Stufe und für ungefähr 30 bis 40 Minuten quellen lassen. Zwischendurch mal gucken und umrühren, damit es nicht ansetzt unten und nicht anbrennt. Ach ja, ich habe vergessen, bei dem Reis handelt es sich um ein Thai-Jasmin-Reis. Das ist ein Vollkornreis. Ihr könnt natürlich jeden beliebigen Reis eurer Wahl verwenden. Ich finde den schön, weil das ein schöner Klebreis ist. Der passt gut zum thailändischen Essen. Aber wenn ihr anderen Reis lieber mögt, nehmt den anderen Reis und kocht den einfach nach Packungsanleitung. So, als nächstes kümmern wir uns um die Zwiebeln. Die müssen gar nicht ganz fein geschnitten werden. Das reicht, wenn ihr die in etwas größere Stücke schneidet. Jetzt noch den Knoblauch klein schneiden. Als nächstes schneiden wir den Tofu in mittelgroße Würfel. Das ist ein ganz normaler Naturtofu, ein relativ weicher. Das ist aber auch Geschmackssache. Prinzipiell eignet sich jeder Tofu, der euch vorschwebt und den ihr gerne esst. So. Diese Größe. Du kannst auch größer oder kleiner machen. Ich würde darauf achten, dass alle Stücke, also auch die Kartoffeln und der Tofu, danach in etwa ähnlich groß sind. Das ist einfach schön zum Essen. So, nach ungefähr 40 Minuten hat der Reis jetzt ungefähr diese Konsistenz. Das Wasser, sieht man hier, ist komplett weg. Der Reis ist schön weich und klebrig. Und jetzt können wir den Herd ausmachen und den einfach nur noch ausquellen lassen. Für das Curry habe ich jetzt hier einen Wok aufgesetzt mit Kokosöl. Das nutze ich deswegen gerne, weil man das sehr heiß machen kann. Das ist wichtig, weil das Curry ist ein relativ schnelles Gericht und die Pfanne, der Wok sollte ordentlich heiß sein, bevor ihr anfangt. Dann nehmt ihr eure Currypaste, das ist meine Massaman-Currypaste. Die ist mittelscharf, würde ich sagen. Da muss man, glaube ich, einfach mal so nach persönlichem. Ich würde nicht die ganze Menge nehmen, sondern vielleicht die Hälfte davon, dann vorsichtig rantasten. Dann nehme ich die Currypaste und dann brate ich die in dem heißen Öl an. Und das macht ihr ungefähr so lange, bis ihr das riecht. Also irgendwann steigen euch die Gewürze in die Nase von der Currypaste. Wenn es anfängt zu duften, dann könnt ihr die Zwiebeln dazu. Also wenn das anfängt zu duften, dann gibt ihr die Zwiebeln dazu und schwitzt sie auch kurz mit an.
ein bisschen angeschwitzt ist, dann gibt den Kuchen mit dazu. Dann lasst du den kurz mit anschwitzen. Gib dann einen ganz kleinen Schluck von der Kokosmilch dazu. Jetzt gebt ihr den Knoblauch mit dazu. Ja. Der wird dann auch noch mal ganz bisschen mit angebraten. Nicht zu lange, weil der wird bitter, wenn man den zu lange anbrät. Nur, dass der so ein kleines bisschen Farbe nimmt. So, wenn das auch ein bisschen mit der Knoblauch ein bisschen Farbe genommen hat, gibst du die komplette Kokosmilch dazu. Ups, dann fängt das relativ schnell an zu köcheln. Dann gehen die vorgekochten Kartoffeln mit dazu. Ich habe gemischt, ich habe Süßkartoffeln genommen und normale Kartoffeln. Normalerweise macht man das Curry nur mit normalen Kartoffeln. Ich mag aber Süßkartoffeln unheimlich gerne und finde, es hat nochmal eine schöne Note, die das Ganze dadurch bekommt. So, jetzt muss das Ganze noch gewürzt werden. Dazu gebt ihr den Zucker, die Sojamilch, Sojasauce natürlich. Sojasauce und Tamarinde mit dazu. Wenn ihr keine Tamarinde bekommt, normalerweise kriegt man die im Asialaden, dann könnt ihr auch Limettensaft nehmen. Also Tamarinde ist sehr sauer. Wenn ihr die nicht kriegt, nehmt halt einfach eine andere Säure, also Limettensaft, Zitronensaft. Wenn ihr Limettensaft benutzt, dann tut den Limettensaft immer erst ganz zum Schluss rein, sonst wird der bitter. Zitronensaft könnt ihr aber auch schon früher mit rein. So, das ist bei diesen Sachen ist es wichtig, dass ihr da gleiche Mengenverhältnisse habt. Das ist jetzt jeweils ein Esslöffel. Also das ist jeweils ein Esslöffel Zucker, ein Esslöffel Tamarindensaft und ein Esslöffel Sojasauce. Könnt ihr nachher beim Abschmecken mal noch gucken, ob das für euch vom Verhältnis her passt. Mal aufkochen. Muss noch mal ein bisschen die Kartoffeln noch mal richtig warm werden. Und dann sind wir auch gleich schon bereit zum Anbrüchen. So, ganz zum Schluss gebe ich noch die gerösteten Cashewnüsse mit dazu. Mache den Herd aus. Und einfach kurz durchrühren. So, damit ist das Massa-Macaroni im Prinzip auch schon fertig. So. Abgrund des Geschmacks, wie gesagt, das ist Limettensaft. Gebt ihr noch einen Esslöffel Limettensaft dazu, allerdings erst, wenn ihr den Herd ausgemacht habt. So. So. Hier das fertige Curry und jetzt ganz im Heiner-Stil probieren wir dann mal. Verdammt lecker, schmeckt nach Urlaub und nach Curry. Für meinen Geschmack könnte es noch ein Tacken schärfer sein, aber wie gesagt, wenn ihr Personen dabei habt, die nicht gerne so scharf essen und das nicht vertragen können, dann lieber ein bisschen milder und nachher noch ein bisschen
Chili oben drüber nachwürzen. So, das war mein Wassermann-Karree und viel Spaß beim Nachkochen, beim Ausprobieren und tschüss!